Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Utes Unnützer Adventskalender. Ho, ho, ho. Ihr habt euch doch bestimmt auch alle schon mal gefragt, warum ein Schmetterling eigentlich Schmetterling heißt. Das Wort leitet sich nicht vom Verb schmettern ab, sondern kommt vom slawischstämmigen ostmitteldeutschen Wort schmetten, welches Rahm oder Schmand oder Sahne bedeutet. Und das wiederum kommt vom tschechischen Wort smetana. Früher wurde die Butter oder generell Molkeprodukte ja noch in diesem lustigen Holzgefäß geschlagen. Und da haben sich eben öfter mal die kleinen Tierchen versammelt, um davon zu naschen. Außerdem gab es damals noch den Aberglauben, dass Hexen und Geister sich in die kleinen Tierchen verwandeln können, um ungeschoren eben Rahm, Molke, Butter etc. klauen zu können. Andere Namen wären zum Beispiel noch gewesen Milchdieb, Molkenstehler und mein persönlicher Favorit Schmandlecker. Und das englische Wort Butterfly deutet ja sowieso auch nochmal auf diese milchige Herkunft hin. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, die Information war neu für euch. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Episode, ihr kleinen Schmandlecker!